Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr es euch anguckt. Ja, neue Kameraperspektive. Ich komme mir so unendlich klein vor. Ich habe sie geändert, weil das so gewackelt hat immer. Ich glaube, da gab es Probleme mit dem Autofokus. Jetzt ist das alles so weit weg von mir. Und ich sehe mich kaum auf dem Bildschirm, aber das ist ja auch egal. Wenn ihr mich nicht sehen könnt, müsst ihr näher ranrutschen. Nee, Spaß beiseite, zurück zu den Duftkerzen, worum es heute geht. Ich fange an mit den Gläsern. Einmal mit dem Honeydew Melon. Jetzt rutsche ich doch. Aber nur, um euch das Glas zu zeigen. Und jetzt geht's wieder zurück. Ich hoffe, es nervt nicht. Ich weiß noch nicht. Ich muss diese Perspektive ausprobieren. Ich hoffe, dass dann die Videos nicht mehr wackeln. Zu Honeydew Melon, das ist der mittlere Hauswarmer mit 411 Gramm. Den gab es kurzzeitig bei Sunflower Glump für 14 Euro. Und der riecht einfach nach frisch aufgeschnittener Honigmelone. Ich hatte ihn auch schon an. Leider brennen meine Hauswarmer nie komplett ab. Hier steht auch schon wieder ein kleiner Rand. Ich weiß nicht warum. Ja, da habe ich so meine Probleme mit. Zu dem Duft muss ich sagen, der ist sehr dezent. Er schafft zwar auch große Räume zum Beduften, jedoch ist er sehr leicht wahrnehmbar, bloß in der Luft. Und den, glaube ich, habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Und zwar aus der Congratulation-Reihe, diese Sonderserie Vineyard. Das ist jetzt von dieser Serie der große Tumbler. Da sind 198 Gramm, nicht sonderlich viel. Der Duft gefällt mir sehr, sehr gut. Riecht für mich nach Fanta-Traube, nach amerikanischer Weintraube. Brennt noch schlechter ab als alle anderen. Wie ihr seht, bleibt hier richtig viel Wachs stehen. Und irgendwie auch die Flamme wird nicht so richtig groß. Kommt einem vor, wie wenn der absäuft. Mal schauen, was ich mit dem mache. Ich denke, ich werde ihn einschmelzen und dann in die Duftlampe schmeißen, da ich den Duft sehr gerne mag. Schade, ihr seht das gar nicht mehr. Dann, das ist aus der Sonderserie. Das ist jetzt eine andere, aber das gibt es, den Weinyard gibt es auch noch so klein. Das ist das kleine Glas. So zum Vergleich, in dem kleinen Glas sind 121, in dem großen habe ich ja gerade eben gesagt 198. Jetzt zu dem kleinen Glas, das ist die World Journeys Reihe Brazilian Passion Fruit. Dunkelrotes Wachs, gefällt mir sehr gut, habe ich noch nicht angehabt. Und der riecht nach sehr, sehr reifer Passionsfrucht. Schön süß. Ich bin gespannt, ob so ein kleiner Tumbler, kein Hauswarmer, es schafft, ein großes Wohnzimmer zu beduften oder ob das eher was für kleine Räume ist oder ob ich ihn einschmelzen muss. Gerne berichte ich, wenn ihr möchtet. Dann habe ich mein erstes Illuma-Lid. Ich wollte unbedingt ein silbernes Illuma-Lid. Das legt man jetzt auf, wer Illuma-Lids nicht kennt, auf den Hauswarmer oben drauf, hier. Und dann ist die Öffnung hier oben kleiner und in diesem Hauswarmer soll mehr Wärme entstehen, so dass sich der besser verflüssigt. Zu dem Effekt mit dem schneller, besser verflüssigen war bei mir gleich null, hat überhaupt nichts gebrannt. Gebrannt hat es auch nicht wirklich gut gebracht. Mein Sun & Sand Hauswarmer hat nach 8 Stunden immer noch nicht geschafft, es sich komplett zu verflüssigen. Es gibt ja verschiedene Illuma-Lids, vielleicht liegt es nur an diesem einen. Das ist ja doch relativ viel frei und legt man auch nur oben drauf. Manche, die umschließen noch den Rand vom Hauswarmer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der hier sieht zwar hübsch aus, aber bringt bei mir nichts. Dann habe ich noch ein paar Tarts, muss man jetzt zusammensammeln. Einmal Black Plum Blossom
Und Black Plum Blossom riecht nach Pflaume, süßer Pflaume mit leichten Blütennoten. Soll man das hier oben drauf stapeln? Nee. Dann einmal Beachwalk. Beachwalk geht ja leider raus. Finde ich sehr schade. Ich mochte diesen Duft sehr gerne. Für mich riecht Beachwalk wie ein Spaziergang am Strand. Und zwar nicht, wenn es so heiß ist, sondern schon ein bisschen windig, kühl. Man riecht diese Meeresluft, diese salzige und dieses Frische. Und ich finde, man riecht auch so ein bisschen diese Dünengräser, glaube ich, nennt sich das. Dünengräser, so wie auf dem Bild. Wunderbar frisch und sauber. Gibt es nicht mehr lang, wer den noch haben will, oder gibt es eigentlich schon gar nicht mehr, nur noch in Einzelfällen in den Shops dann zuschlagen. Dann einmal Wild Passion Fruit. Riecht im Gegensatz jetzt zu dem hier nicht nach so reifer Passionsfrucht, sondern eher, wenn die noch ein bisschen grüner ist, sondern so schön spritzig, zitrisch. Nach Passionsfrucht. Und man sieht es ganz gut auf dem Bild. Hier ist die Passionsfrucht nicht so rot wie hier, sondern noch so orange. Und dann ist ja noch nicht so reif und so riecht sie. Und hier ist ja halt schon richtig dunkel. Rot, rot, lila, wie auch immer. Hatte ich bis jetzt noch gar nicht, bin ich sehr gespannt drauf. Dann einmal Margarita Time. Und für mich riecht Margarita Time limonig, zitronig, spritzig, herb. Leider erinnert mich der Duft im kalten Zustand an Meister Propper Scheuermilch, was ich nicht so gut finde. Aber viele sagen, dass der angezündet richtig gut kommt. Deswegen mal schauen. Dann eine Rarität, Grapevine and Oak. Und Grapevine and Oak finde ich sehr, sehr interessant vom Duft. So ein Spaziergang im Herbst durch die Weinberge und man riecht dieses Holzige von der Weinrebe, die Blätter und es ist so leicht warm draußen, man bekommt so einen leichten Wind und dieser Wind trägt so ein bisschen das Süße der Trauben einem in die Nase. Und hier ist es nicht die süße Traube von Vineyard, sondern wirklich diese weiße Traube, die man auf dem Bild sieht. Aber im Vordergrund ist dieses herbe, holzige von den Blättern und dem Stamm. Sehr gespannt, wie der warm ist. Dann ein Sampler von Napa Valley Sun. Der Duft ist äußerst schwer zu beschreiben. Napa Valley Sun riecht vanillig, süßlich, cremig. Und ich finde, es hat auch ein bisschen was von Sandelholz. Ganz, ganz leicht. Ich weiß die Duftbeschreibung leider nicht, aber vanillig, süß. Cremig und ganz leicht Sandelholz. Also nicht Sandelholz empfinde ich immer so ein bisschen herber. Dann habe ich noch einen außergewöhnlichen Tart. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das ist Buttercream und in dieser Housewarmer. Ich bin total verwirrt. Was wollte ich denn sagen? Housewarmer Form. Und zwar habe ich den bekommen von einer bei uns aus der Yankee Candle Facebook Gruppe. Ich nenne jetzt ihren Namen nicht, da ich nicht weiß, ob sie genannt werden möchte. Und ich habe ja schon eine Probe von Buttercream von Tanja bekommen, die fand ich sehr, sehr lecker. Und freue mich daher umso mehr, dass ich jetzt einen Tart davon habe. Diese Tartform gibt es, glaube ich, bei uns in Deutschland noch nicht.
aber in den USA, und anscheinend sollen die sich besonders gut aus der Duftlampe entfernen lassen. Von der Grammzahl sind es auch 22 Gramm, genauso wie das Tarte, wobei ich finde, das wirkt weniger, wenn man das so ein bisschen vergleicht, aber so steht es zumindest drauf. Leider kann man hier auch nichts hinten riechen. Nee. Naja, ich weiß, wie er riecht und bin sehr gespannt, wie er ist. Und freue mich, dass ich jetzt noch ein Tarte habe. Dann kommen wir zu zwei Kringle Candle Tarts. Einmal zu dem Atkins Cider Donut. Den hatte ich ja schon als Sampler von der Tanja und der riecht sehr, sehr lecker. Als Tipp zum Riechen, ich finde, hier oben riechen die nicht komplett so wie warm. Einfach hier hinten in der Mitte draufdrücken, dann kommt es so ein bisschen raus und dann fällt einem das schon in die Hand. Da sind so fünf Stückchen schon abgeteilt, die man sich dann rausbrechen kann. Und der riecht nach einer Zucker-Zimt-Mischung und man riecht auch leicht die Donut-Teig-Note. Sehr, sehr lecker. Lässt sich auch ganz wunderbar hier aufbewahren in diesem Tartförmchen. Dann noch einer. Da war die Sarah Sophie so begeistert davon, und zwar Rainy Days, ja doch. Nee, Rainy Day. Ich hatte mir erhofft, dass er so riecht wie, kennt ihr das, wenn es anfängt zu regnen im Sommer? Dann riecht man ja den Regen und das liebe ich. Leider riecht er nicht so, er riecht nach Waschmittel. Ich glaube, er erinnert mich an Persil-Waschpulver. Aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sehr, sehr extrem nach Waschpulver. Einfach frisch. Ich bin gespannt, wie er warm ist. Ich bin ja nicht so extrem der Wäsche-Fan. Schon, wenn die Wäsche frisch gewaschen ist, aber dass ich das als Duft so sehr mag, das ist ja nicht unbedingt. So, das war's von meinen Neuzugängen. Ich hoffe, heute ist es besser mit der Kamera. Sagt mir Bescheid, ob es immer noch wackelt oder ob es nun geht, ob ich zu weit weg sitze, ob er mich noch erkennt. Ich hoffe, es ist.